Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir sind im letzten Part in der staubtrockenen Wüste angekommen. Und ich bin gerade auf der Suche nach den Sternsplittern. Und würde sagen, wir durchqueren einfach mal die Wüste mit unserem Watt hier an der Seite. Gucken nach versteckten Blöcken, nach versteckten Sternsplittern. Und sollte sich hier irgendwo einer erkenntlich machen, dann geht's los. Oh, Alter. Ein Rennsemmel. Heilige. Okay, ich muss aufpassen auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich gehe auch erstmal durch zum Vorposten und gucke mich da mal ein bisschen um und dann schau mal in der Wüste allgemein nochmal ein bisschen. Okay, die One-Hitte ich jetzt auch mittlerweile. Geil. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir beim ersten Ereignis wieder einschalten. Bis gleich. Oh, da ist es schon. Ich muss gar nicht schneiden. Cool. Cool, direkt hier. Ja, schön. Das lief ja besser als gedacht. Ha, geil. Ja, vielleicht kann ich gleich weiterlaufen. Ich laufe mal gerade durch und guck mal, was da so ist, ne? Ich schneide jetzt nicht extra. Vielleicht haben wir ja Glück. Oh, hi. Vor kurzem sah ich eine große Staubwolke über dem nördlichen Teil der Wüste. Okay. Ich vernahm auch einen dumpfen Knall. Ich frag mich, was da wohl war. Hm? Habt ihr eine Vorstellung? Ob das mit dem Palast war? Keine Ahnung. Aber wir sollten vielleicht der Sache dann nochmal auf die Spur gehen. Nein. Das war doof. Mensch, die halten ja mittlerweile auch ganz schön was aus hier. Komm, ich mach hier einfach mal Sternsturm. Wir haben genug Sternenergie. Einfach so just for fun. Ba-ba-bam. Let's go. Ba-ba-ba. Die geben halt nichts. Das ist das Traurige. Keine Erfahrungspunkte für mich. Du-du-du. Aber, Geld. Geld kriegen wir wenigstens ein bisschen. Ihr habt doch gemerkt, ich habe relativ viel Geld. Ich habe nämlich ein bisschen was verkauft. Und ich habe ja auch den Wacker Kick, ne? Da könnte ich theoretisch auch nochmal richtig Kohle farmen. Also, da bleibt auf jeden Fall einiges für uns übrig an Kohle. Da können wir mal die Orten schön auskaufen. So, haben wir denn hier irgendwo noch einen Sternsplitter offen? Ich laufe einfach mal durch. Jo, hier ist irgendwo einer. Was heißt denn irgendwo? Und ihr habt gesagt, ich soll auch mal den Zauber aufwerten, ne? Guck mal, da hinten. Was ist denn da hinten los? Kann ich dahinter? Achso, klar, da ist es mit dem Zauber. Logisch. Na dann. Ich werte mal den Zauber auf. Oder erfrische ihn. So. Spezielle Magie. Ja, das machen wir nochmal, ne? Das war ziemlich geil eigentlich. Aber ich hoffe halt. Yeah! Upgrade. Geil. Okay, ich hoffe halt. Ich bin mir sicher, vor meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Okay, bis dann. So, schön gebufft. Achso, ist da hinten vielleicht auch der Sternsplitter? Den suchen wir ja gerade. Nö. Aber irgendwo hier muss noch einer rumhängen. Hä? Auf dem Dach vielleicht oder so? Ja, hier. Alles klar. Okay, der ist schon mies versteckt. Muss man schon sagen. Wir können ja nochmal Mustafa besuchen. Wenn wir einmal da sind, oder Mustafa. Vielleicht hat er noch was Neues für uns. Hallo. Willkommen, Mario. Kann ich was für dich tun? Nö. Okay. Kann nichts für ihn machen. Alles klar, Leute. Dann würde ich aber sagen, jetzt skippen wir mal zum nächsten Ereignis oder zum nächsten Sternsplitter, whatever. Und, jo. Wir sehen uns gleich wieder.
Leute, ich bin gerade mal die ganzen Gebiete in der Wüste abgerannt und habe eine Stoppuhr gefunden. Und da ist ein Orden. Okay, wie komme ich denn an einen Orden ran? Das ist interessant. Kann ich dahin fliegen? Das sieht mir trotzdem ziemlich weit aus. Wir probieren es mal. Paracarry. So. Probieren wir. Ne, ich kann nur nach links fliegen. Da hochfliegen ist nicht. Vielleicht muss ich da irgendwie über einen Wirbelsturm reinkommen. Weil ich glaube, anders geht das nicht. Block sehe ich hier auch nicht, irgendeinen unsichtbaren. Oder es ist halt für später erst. Das kann natürlich auch sein. So, das könnten wir uns holen. Bam. Aber das ist halt nur so ein Item, ne? Stoppuhr. Ja, ich bin auch gerade voll. Ich habe ein bisschen was gesammelt unterwegs. Ja, mach ich das Ding mal weg. Okay, ja, ansonsten scheint hier erstmal nichts weiter zu sein. Schade. Mann, ich dachte, wir kriegen einen schönen Orden. Aber nein, ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme. Da muss ich mal gucken. Vielleicht finde ich noch irgendwo einen Weg. Ihr meintet auch, ich soll irgendwo in den Wirbelsturm mal reinspringen. Und da würde man wohl vielleicht auch an so einen Orden kommen. Vielleicht muss ich das mal machen. Ich glaube, das werde ich dann mal tun. Ein bisschen in die Wirbelstürme reinspringen. Und vielleicht komme ich ja dann dorthin. Eine andere Idee habe ich zumindest gerade nicht, wie ich da hinkommen soll. Sei denn, es gibt hier doch noch irgendwas anderes, was ich machen kann. Irgendwas reinstampfen. Aber ich glaube nicht. Okay, gut. Dann, wir sehen uns wieder, wenn ich es herausgefunden habe oder was anderes gefunden habe. Bis gleich. Ich habe jetzt noch so einen Ort gefunden mit so blauen Kakteen. Hier ist auch nochmal ein Wirbelsturm. Versuche ich es hier nochmal. Vielleicht habe ich hier Glück. Ja, verdammt. Gut, also der Ort, wo blaue Kakteen sind, Leute, da müsst ihr in den Wirbelsturm reinspringen. Da kommt ihr zu dem Wirbelwindorden. Schwächere Gegner werden durch einen Wirbelschlag besiegt. Okay. Wie kann ich mir das vorstellen? Warte mal, das möchte ich mir mal kurz angucken. Aktive Orden. Nee, nicht aktive. Alle. Schwächere Gegner werden durch einen Wirbelschlag besiegt. Wirbelorden, irgendwie sowas. Stachel, Spion daneben. Wirbelwind. Ein schwächerer Gegner wird durch einen Wirbelschlag besiegt. Was ist denn ein Wirbelschlag? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ein Wirbelschlag ist. Speedwirbel. Ist es das, was ich denke, dass wenn ich gegen diese Gegner, also quasi wie Erstangriff plus mit dem Wirbelschlag, ist es das, was ich mir gerade denke? Dass ich durch die durchwirbeln kann? Ich probiere es mal aus. Brauche ich irgendwie noch einen Zweier, den ich ablegen muss? Komm, ich lege einmal BP Plus ab. So. Wirbelwind. Ich probiere es mal aus. Just for fun. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei einem neuen Ereignis wieder, Leute. Bis gleich. Oh ja, Leute, guckt mal, guckt mal. Alter, das ist ja cool. Oh, nice, nice. Das ist schön. Also, da muss ich nicht mal zielen mehr. Der kostet aber ganz schön viel halt. Aber für die Gebiete ist das, glaube ich, ganz geil. Für die Gebiete ist das wirklich, glaube ich, ganz geil. So, die Sache ist jetzt, ich weiß nicht mehr, wo genau ich bin. Doch, jetzt hier. Ich bin wieder bei den blauen Kakteen. Richtig? Ja. Okay, perfekt. Gut, Leute, dann bis gleich zum nächsten Ereignis. Okay, Leute, ich bin gerade zurück in Toptown. Also in der staubtrockenen Wüste war jetzt nicht mehr wirklich was. Ich habe jetzt halt einen Haufen Items gefarmt gehabt und habe die gerade verkauft. Und würde mal sagen, ich gehe jetzt mal fett einkaufen. Megabebenorden. Nehme auf jeden Fall mit. Let's go. Und BP Plus. Ja, wir wollen sie ja alle haben, ne? Deswegen, das muss alles mit. Auch der KP Plus Orden muss mit. Auch wenn wir das schon haben. Aber
Muss alles mit, denn wir wollen ja alle haben. Okay, läuft aktuell eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, ich werde dann nochmal diese Wacker-Wacker-Kicks farmen. Wir müssten jetzt theoretisch nochmal zu Bu. Ins Gespensterschloss, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sternsplitter. Und hier in die Welt, da müssen wir glaube ich auch nochmal rein, in die Spielzeugkiste. Ah ne, das ist nicht die Spielzeugkiste, warte mal, wo war die Spielzeugkiste? Die Spielzeugkiste war doch hier. Genau, da würde ich sagen, ich gehe nochmal durch die Spielzeugkiste durch und ansonsten gehen wir dann nochmal zu Bu. Wacker Wacker Kicks gehe ich auch nochmal farmen, einfach nochmal für Geld, weil Orten kaufen und so. Aber ich glaube, dann müssten wir langsam durch sein. Auf Lava Lava Island müssten wir schon fertig sein, ne? Das haben wir ja abgehakt. Okay, ich hoffe es mal. Dann würde ich sagen, ich gehe mal hier rein in die Spielzeugkiste. Und dann sehen wir uns wieder, falls ich was finde. Bis gleich. Oh, direkt was gefunden. Nice, okay. Große Frage, wo? Mit dem Hammer geht es halt so viel leichter, ne? Und selbst da ist es manchmal schwierig. Hä? Hä? Was? Ach, hier. Wow. Habe ich ja oft daneben gehauen. Krass. Okay, Sternsplitter eingesackt. Alles klar. Gut, dann bis zum nächsten Ereignis. Bis gleich. Und ich bin gerade am pinken Bahnhof angekommen und hier gibt es den nächsten Sternensplitter. Sehr schön. Ansonsten auf den anderen Ebenen beim blauen Bahnhof war das jetzt, glaube ich, gab es erstmal nichts weiter zu holen. Und ich wirbel jetzt hier einfach nochmal durch. Ich glaube, hier ist demnach dann auch nichts zu finden. Das ist so geil, ne? Wie ich die einfach wegzwirbel hier, die Gegner. Da passiert halt nicht viel. Okay, hier ist auch nichts. Ich glaube, hier gibt es nichts zu holen weiter. Und willkommen am grünen Bahnhof. Auch hier gibt es wieder einen Sternsplitter einfach so zu finden. Scheinbar an jedem Bahnhof so. Und ich muss mich nochmal dran erinnern, dass ich öfter mal mit Watt umhergucke. Denn ich habe eben schon wieder ganz viel verpasst. Und seht ihr, da ist auch schon wieder was. Leider bisher immer nicht so krasses Zeug. Als sowas mal. Bringt mir jetzt nicht ganz so viel leider. Okay, dann bis gleich Leute. Bis zum nächsten Ereignis. Und damit willkommen am roten Bahnhof. Und ich hoffe, auch hier ist wieder ein Sternsplitter. Jawohl, cool. Also an jedem Bahnhof gab es einen Sternsplitter. Das hat mir gut gefallen. Und vielleicht auch noch ein Item hier irgendwo unsichtbar. Also hier geht es auch nochmal weiter. Und hier war dann auch irgendwo der Bossfight demnächst, ne? Genau, da gab es Herzchen. Ich gehe nochmal kurz nach links. Und schau da nochmal, ob es noch was Schönes gibt. Also hier haben wir dann auf jeden Fall auch öfter mal mit Watt schon gekämpft. Oder hier haben wir Watt bekommen das erste Mal, glaube ich. Genau, ich erinnere mich. So Leute, wir sind gerade mal wieder in Cooperheim. Und zwar, weil ich wollte den einen Brief abgeben. Und ich wollte mit diesem alten Knacker nochmal reden. Wo war denn der? War der hier? Weil die hatten gesagt, irgendwie was wegen Casino. Ja, genau. Vielleicht weiß der was. Hast du meinen Auftrag erledigt? Wenn es nicht möglich ist, dann lass es halt bleiben. Du willst es weiter versuchen? Oder hast du vielleicht vergessen, worum ich dich gebeten? Oh, stimmt. Worum ging es denn? Nun, dein junger Freund. Normalerweise bitte ich ja niemanden um einen Gefallen, aber seit einiger Zeit schlafe ich ziemlich schlecht. Ich hätte gern ein Schäfchen, um ein wenig Schlaf zu finden. In Tottown sollte es einen Laden geben. Ah, okay. Okay, verstehe. Okay, das müssen wir machen. Ja, das werde ich wohl auch noch reincutten. Habe ich schon wieder vergessen gehabt. Aber es gibt jetzt auch kein Logbuch für Quests oder so, ne? Sollte man dazu sagen. Hier war es, ne? Ihm muss ich, glaube ich, den Brief geben. Tara Carey, let's go. So. Ach so, ne? Hey, es war der Cooper, ne? Der Cooper am Anfang. Ah, shit. Aber ihn musste ich ja auch einmal einen Brief geben, aber das war, glaube ich, nicht er. Okay, dann war es er. Richtig? Ja, okay.
Dann haben wir den Brief für ihn. Dann lichtet es sich langsam mit den Briefen, glücklicherweise. Und wieder ein Brief. Yay. Oh, danke. Cool. Der ist von meinem Kumpel. Das muss die Antwort auf meinen letzten Brief sein. Danke für die rasche Zustellung. Jetzt kann ich den Rest der Gang anschreiben. Oh nein. Ich freue mich schon darauf, mit allen Freunden zu fischen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Oh nein. Noch einer. Er geht an Mr. E, der in der Wüste lebt. Wer ist denn Mr. E? Vermutlich hängt er vor dem Todd-Haus herum. Er trägt einen blauen Turban. Na toll. Du wirst ihn sicher gleich erkennen. Vielen Dank für alles. Dann machen wir das gleich noch, oder? Dann machen wir das gleich noch. Ich suche auch gerade noch Quizzo, weil ihr habt gesagt, den müsste man auch öfter mal finden in den verschiedenen Dörfern. Aktuell finde ich ihn gerade nicht. Ich war jetzt schon in der Wüste. Vielleicht jetzt nochmal nach Todd Town gehen? Ach komm, wir gehen erstmal in die Wüste schnell. Nicht Todd Town, sondern Goomba Fort. So, er trägt einen blauen Turban vorm Todd House. Let's go, das geht doch schnell. Ah, ist das näher? Nee, warte mal. Ich bin falsch. Ja, in der Wüste bin ich jetzt komplett durch. Da sollte nichts mehr sein. Ich baue auch nochmal eine Wüstenburg. Oh, da ist er ja. Ja, geil. Dann können wir gleich zwei Dinge mit einer Klappe beenden. Oh komm, bitte eine gute Frage. Nicht irgendwas mit Fenstern. Wie lautet der Name des Anführers des roten und blauen Goombas? Goomba König. Hat man das schon mal? Das hat man schon mal, oder? Egal. Solange es Sternsplitter gibt, bin ich zufrieden. 7 richtige Antworten. Wie viele muss man machen? 10? Oder was habt ihr gesagt? Wie oft ist der anzutreffen? Den müssen wir auf jeden Fall noch öfter machen. So, blauer Turban. Hier. Komm her, mein Freund. So, zack, zack, zack. Brief. Ich hab keinen Bock mehr auf die Briefe. Was soll denn das? Und wieder wurde ein Brief zugestellt. Vielen Dank. Oh, sieht aus wie eine Bestellung aus Cooperheim. Mein Job ist es, Lieferungen vom staubtrockenen Vorposten auszumachen. Der Kerl hier ist ein sehr guter Kunde. Er bestellt sehr viele Waren. Hey, würdet ihr mir wohl den Gefallen tun und das jetzt nächstes Mal, wenn ihr nach Todd Town seid, diesen Brief zu stellen? Ey, das ist doch ein ewiges. Miss T, sie wohnt dort. Sie geht an Miss T, sie wohnt dort. Sie ist eine von 3 erstaunlich hübschen Schwestern. Gott. Vor dem Dojo. Okay. Ach, Mann. Okay, ich muss aber eh nach Todd Town wegen dem Schläfchen. Oder Schäfchen. Richtig? Okay, dann verlassen wir das mal hier, das Örtchen. Und gehe nach Todd Town. Ich guck mal kurz nach Goomba Fort. Einfach weil ich den Quizzo suche. Aber hier ist er diesmal nicht. Der ist doch normalerweise hier gleich, oder? Oder ist der hier drüben? Ne, warte mal, nee. Ach, geil. Wie glücklich einfach. Let's go, nächste Runde. Didim, komm, eine gute Frage. Welche Farbe hat Luigis Hose? Blau. Das ist easy. So, und da ist Frage Nummer 8 gefallen. Geil, Leute, wir sammeln gerade Sternsplitter richtig nice ein. Also wir können uns, glaube ich, auch richtig viele Orden dann kaufen. Okay, rein da. Dann, jetzt gehen wir mal kurz das Schläfchen kaufen. Für den alten Knacker. Und ich denke halt, der alte Knacker, der verschafft uns dann irgendwie Zutritt ins Casino. Das könnte ich mir vorstellen. Und die eine Schwester muss ich anlabern. Liegt ja irgendwie beides auf dem Weg, ne? Dementsprechend ist das jetzt gar nicht so bad. Orden. Warte mal, ich kaufe mir mal kurz ein paar Orden. Ich habe übrigens Wacker getötet. Ich wollte Wacker-Dinger hier farmen und habe Wacker getötet. Klappt das Action-Kommando? Angriff plus 1. Sonst 0. Eigentlich geil. Eigentlich geil. 100 Münzen. Der beträgt aber 4. Halt so ein Lucky-Orden, ne? Ausweicher, klappt das Action-Kommando, wird Schaden um 1 verringert. Erhöht Marios Hammerangriff, Kraft um 3. Das finde ich auch gut.
Aber das ist wieder ein Buff, oder? Das ist ein Buff, glaube ich. Ich nehme trotzdem mit. Und Ausweicher habe ich dann nochmal. Ja, jetzt habe ich halt erstmal wieder kein Geld. Das muss ich dann erstmal wieder farmen. Aber das kriegt man schon irgendwie hin. Okay. Die hier wahrscheinlich. Muss ich jetzt mit jedem Einzelnen reden? Okay. Sie sind doch Miss T. Ein Brief für Sie. Bitte lass es das letzte sein. Bitte, bitte. Und wieder ein Brief zugestellt. Von wem ist der? Ich kenne den Absender nicht. Ach, ich bekomme ja ständig Liebesbriefe von Fremden. Ich bin so beliebt. Aber genug von mir. Ich bin froh, dass Sie gerade jetzt gekommen sind, Herr Postbote. Oh nein. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Nö. Bringen Sie diesen Brief zum Ladenbesitzer von staubtrockenen Vorposten. Sag mal, was ist denn mit euch? Ich bestelle viele Waren aus der Wüste. Dort gibt es viele gute Sachen. Es ist nicht leicht, so schön zu bleiben. Das ist harte Arbeit. Würden Sie das bitte zustellen? Komm, das gibt's doch nicht. Kann doch alles nicht wahr sein. Wie viel Pech habe ich denn? Na gut, Pech ist das nicht, aber wie unfreundlich. So, Schläfchen. Nee, ist tatsächlich ein Schäfchen. So, das nehmen wir uns mit. Das geben wir dem Cooper-Typen. Okay. Und dann kann es eigentlich... Ich denke mal, mit den ganzen Geschnitte hier sind wir schon bei 20 Minuten. Hast du schon was Neues? Nö. Okay, den einen müssen wir irgendwann noch loskriegen oder kaufen. Whatever. Wir haben aber schon wieder schöne Orden gekauft an sich. Okay. Ich würde sagen, Leute, wir machen im nächsten Part weiter. Dann bringen wir das Schäfchen zum alten Sack und machen wir den Briefen weiter. Ne? Ich hätte gedacht, wir schaffen es endlich mal mit den Bonusquests, aber nein, wir sind immer noch nicht durch. Shit heavens. Okay, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken und kommentieren und wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.